Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bonus-Video und einem meiner wohl aktuellsten Videos, denn das Video wurde heute erst aufgenommen am Tag der Veröffentlichung, am 11.12., denn heute ist der Tag des Fahrplanwechsels mit vielen großen Änderungen und eine der größten Änderungen schauen wir uns auch direkt heute schon an, die neue Schnellfahrstrecke von Ulm nach Wendling. Wir starten aber in Mannheim. Denn heute sind wir mit einem ICE 4 unterwegs und ich fahre heute von Mannheim bis nach Ulm. Davor war ich mit einem Intercity unterwegs. Das Video, was dazu entstanden ist, das gibt es dann wieder im regulären chronologischen Verlauf. Aber dieses Video eben aufgrund der Aktualität als Bonusvideo schon vorab. Ja, die Ausstattung kennt ihr ja inzwischen vom ICE 4, deswegen gehe ich gar nicht so weit darauf ein. Ganz interessant war eben hier einmal zu sehen, könnt ihr auch nochmal zurückspulen, der Vergleich. Links war nämlich schon eine verbesserte Armstütze verbaut, rechts noch die ursprüngliche Armstütze von der ursprünglichen Ausstattung des ICE 4s, die ja für sehr viel Kritik gesorgt hatte und entsprechend verbessert wurde. Wir fahren jetzt erstmal über eine schon bekannte Schnellfahrstrecke von Mannheim. Geht es ohne Zwischenstopp jetzt erstmal nach Stuttgart und hinter Stuttgart, da kommen wir dann zur neuen Schnellfahrstrecke, die eben erst seit heute am Tag der Videoveröffentlichung, dem 11.12. im regulären Passagierbetrieb ist, nämlich die Schnellfahrstrecke Ulm-Wendlingen. Das ist ein Teil des Stuttgart 21 Projektes. In Zukunft werden die Züge dann in den Tiefbahnhof Stuttgart 21 einfahren und dann über einen aktuell noch nicht eröffneten Teil der Schnellfahrstrecke fahren und von dort aus dann komplett über die Schnellfahrstrecke nach Ulm fahren. Das geht im Moment noch nicht. Wir fahren jetzt hier erstmal in den alten Stuttgarter Hauptbahnhof ein und hier seht ihr übrigens auch noch einmal den Intercity, mit dem ich durch das Rheintal gefahren bin und dann in Mannheim schon in meinen ICE umgestiegen bin. Und wie gesagt, das Video dazu wird es dann im normalen Zeitplan geben. Das dauert also noch ein bisschen. Wir fahren jetzt hier mit dem ICE erstmal ganz normal in Richtung Ulm. Das ist also die Strecke, die die Züge auch vor dem Fahrplanwechsel schon genommen haben. Bis Plochingen fahren wir jetzt also erstmal noch ganz normal. Und dann kommt die Neuerung kurz hinter Plochingen. Zweigen wir dann nämlich nach rechts ab und fahren auf die Bahnstrecke in Richtung Tübingen, die ja bisher auch noch keinen ICE-Verkehr hatte. Also hier jetzt auch erstmals ICEs auf diesem Abschnitt unterwegs, auch das eben nur für begrenzte Zeit, denn sobald dann Stuttgart 21 und der Rest der Schnellfahrstrecke fertiggestellt ist, werden dann die ICEs natürlich die gesamte Schnellfahrstrecke befahren. Das, was wir hier jetzt also sehen, hier sind wir nämlich an der Abzweigung, das ist eben nur ein Zwischenschritt, weil eben erstmal nur ein Teil der Schnellfahrstrecke eröffnet wurde, nämlich eben der Abschnitt von Wendlingen nach Ulm. Und das ist eben, wie gesagt, eine der größten Änderungen, die wir jetzt im deutschen Fahrplan haben, am heutigen Fahrplanwechsel. Es gibt natürlich noch viele weitere, durchaus auch sehr umfangreiche und große Änderungen. Da habe ich auch noch einige Pläne. Das heißt, es wird hoffentlich, wenn das alles so klappt, auch in den nächsten Tagen noch ein paar weitere Bonus-Videos geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber wir fangen eben erstmal an hier mit der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Hier durchqueren wir jetzt gerade den Bahnhof von Wendlingen und fahren jetzt auf die sogenannte Güterzuganbindung. Das ist ein eingleisiger Abschnitt. Ihr seht hier schon, wir verlassen jetzt die Bahnstrecke, die in Richtung Tübingen führt, zweigen davon ab. Und auf diesem eingleisigen Abschnitt fahren wir jetzt in den insgesamt 8174 Meter langen Alpvorlandtunnel ein. Das ist also der erste von vielen Tunnel auf dieser Strecke. Und wir hatten auf unserer Fahrt heute auch einen ganz tollen Zugbegleiter, der das auch tatsächlich eben nochmal per Durchsage erklärt hat, dass diese Fahrt etwas Besonderes ist, eine Premierenfahrt, die erste Fahrt auch für unseren Zugbegleiter und sein Team auf dieser Strecke. Und er hat das eben auch schon angekündigt. Eine Strecke mit viel Tunnel, aber auch tollen Ausblicken. Und hier haben wir auch gleich den ersten, nachdem wir den
Alb-Vorlandtunnel verlassen haben, haben wir hier auch schon einen tollen Blick auf die Schwäbische Alb, denn wir überqueren hier, oder besser gesagt durchqueren hier, die Schwäbische Alb auf dieser Bahnstrecke. Etwa die Hälfte der Bahnstrecke ist unterirdisch, also in Tunnel, der Rest entsprechend dann teilweise mit schönen Ausblicken, aber es ist natürlich eine Schnellfahrstrecke, eine neu gebaute Schnellfahrstrecke und da haben wir natürlich logischerweise auch sehr viel Lärmschutzwände und Dämme. Das heißt, man hat wirklich nur zeitweise tolle Ausblicke, aber wenn man Ausblicke hat, dann sind die auch wirklich sehr, sehr schön. Wir kommen jetzt hier schon zum nächsten Tunnel, dem 8808 Meter langen Bosler Tunnel, dem längsten Tunnel der Strecke und dem fünftlängsten Eisenbahntunnel Deutschlands. Und danach überqueren wir die etwa 85 Meter hohe Vilstalbrücke, von der aus man den schönsten Ausblick hat. Und direkt dahinter geht es dann wieder in den 4847 Meter langen Steinbühltunnel. Danach folgen dann zwei etwas kürzere Tunnel, einmal der Tunnel unter der Bundesautobahn 8 und der Tunnel Widderstall. Beide unter einem Kilometer lang, also hier für diese Verhältnisse relativ kurze Tunnel. Und danach folgt dann der einzige Bahnhof, der hier entlang dieser gesamten Strecke liegt, nämlich der Bahnhof Märklingen, Schwäbische Alb. Den durchqueren wir jetzt hier in diesem Augenblick. Wir fahren natürlich ohne Halt durch, denn das ist kein Bahnhof für Fernverkehrszüge, sondern ein Regionalbahnhof, denn auf dieser Strecke der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm fahren nicht nur ICEs, sondern auch der neue schnellste Regionalverkehr Deutschlands. Ein Interregio, der von Ulm bis nach Wendlingen fährt und hält eben zwischendrin hier in Märklingen. Dieser Zug wird von den alten Wagen des München-Nürnberg-Expresses bedient und auch dazu wird es ein Video geben, aber auch das dann nicht als Bonusvideo, sondern im regulären chronologischen Videoverlauf, denn ich habe euch schon die Wagen gezeigt und die Strecke seht ihr hier auch schon. Vor allen Dingen waren wir dann mit dem Interregio Express dann auch schon bei Dunkelheit unterwegs. Und auf der anderen Seite, und das habe ich sofort gemerkt, wenn ihr auf dieser Schnellfahrstrecke unterwegs seid, dann schaut, dass ihr auf der Seite sitzt, wo ihr Richtung Süden schauen könnt. Also fahrt Richtung Ulm dann auf der rechten Seite, fahrt Richtung Stuttgart auf der linken Seite. Da habt ihr die deutlich schöneren Ausblicke. Wir haben dann hinter Märklingen noch zwei kleinere Tunnel, den Tunnel Märklingen und den Tunnel Imberg passiert und dann den 5897 Meter langen Alb-Abstiegstunnel und direkt danach erreichen wir hier auch schon Ulm Hauptbahnhof. Hier sehen wir im Hintergrund auch gleich eine weitere Neuerung, nämlich den Desiro HC von Go Ahead Bayern. Das könnte dann eines der nächsten Videos, Bonusvideos werden, wenn alles nach Plan geht. Gibt es da bald auch schon das nächste Bonusvideo. Das war es erstmal für dieses Video und die Fahrt über die neue Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Ich hoffe, es war interessant und es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, wann dann das nächste reguläre Video kommt. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.